So, Ladies and Gentlemen, wir machen noch einmal so 30 bis 45 Minuten eben. Aber dann würde ich für heute Schluss machen, weil ich relativ früh raus muss. Warum haben wir hier einen Rucksack liegen? Kryptofackel-Rucksack? Will den keiner tragen? Oh, ich sehe gerade, man kann auch die Zombies reinmachen. Um die Gene rauszuholen. So, Frog hatte ich ja vorhin mitgenommen. Irgendwas? Nö. Wäre ein guter Ghoul. Sonst kann er nämlich nichts. Eine Thronrede. Auch wenn du sozial eigentlich verabscheust. Ich dachte schon, der Zombie kommt auch. Und das funktioniert sogar, obwohl die sozial kacke ist. Erikas sozialer Eindruck plus 26 Qualität. Plus 5. Und wenn wir eine Zerstückelung des Leids machen in dem Raum, der einfach 100% Leistung bringt, dann wird das wieder unter aller Sau sein. Obwohl die Libelle Sozialexperte ist mit Stufe 12. Entschuldigung. So, wer ist noch im Chat da, um mich zu unterhalten? Ah, das war doch auch überzeugend. Okay. Okay. Rotscha. Höre zu, spiele aber ein bisschen Starfield. Wieso? Wieso du tun das? Größer mal die Giftmülleinlagerung. Wir haben ja auch einen Roboter mehr. Der muss auch mehr Platz bekommen für seinen Abfall. Holzfällerlager. Du findest Rimworld nicht so interessant. Schande auf dein Haupt.
Hier brennt die Bude gleich. Stimmt, der war ja Pyromane. Deshalb wollte ich eigentlich eine Glückslobotomie. Oder? Ah ne, wir können den freilassen. Für bessere Verhältnisse. Du bleibst hier. Bekommst du Glückslobotomie. Damit du immer happy bist. Barracuda, der Großhändler. Der leider nichts hat, was ich will. Darf ich euch 5 Bären schenken? Ich weiß, das beeindruckt euch jetzt nicht so. Wie wär's mit diesem Genpaket der Glatzköpfigkeit? Oder der Bartlosigkeit? Getragen. Wir haben noch eine bionische Wirbelsäule. Ich glaube, die war auch für Erika. Oh nein! Nordlieder minus 34 auf minus 100 geändert, nur weil ich dem eine heiße Nadel durch den Kopf gejagt habe. Das war bei ihm. Der ist schon 72. Stimmt, ich wollte ihn eigentlich freilassen, ne? Das kommt noch dazu. Ich glaube, ich habe dem Falschen die OP gegeben. Ich glaube, ich wollte das bei dem machen. Ich wollte das beim anderen wieder ausmachen. Oh.
So, Trockenfutter ist auf Maximum zubereitet. Müssen wir auch erstmal nichts mehr machen. Oder hatten wir irgendjemand, der in der Wirbelsäule eine Verletzung hatte? Ja, du rauchst ein und hast auch so ein paar abgebissene Teile. Der hat 4 Finger schon verloren. Jetzt um. Wobei, den kann ich eigentlich abreißen. Was für ein Schrei? Wahrscheinlich von einer der Entitäten. Weil der Typ ja schon tot ist. Also warum sollte ich die Bioverform-Kapsel für den Ghoul behalten? Macht ja gar keinen Sinn. Tschüss, Handelskarawane von Rocker Roaku Pakt. Dass man die Klimaanlage nicht versetzen kann, ist auch so ein Unsinn. Das zeigt einfach, dass der Rimworld-Entwickler keine Ahnung hat von Klimaanlagen. Warum haben wir keine Forschung an? Entwässerungsanlage. -10. Königlicher Tributeintreiber, mit dem ich eh nicht handeln kann, weil Erikan mit Leuten nicht sprechen will. Laden die da einfach Mais ein. Du bist doch eigentlich darauf eingestellt, dass du auch bauen auf 1 hast mit deiner 15 Konstruktion. Ich sehe dich hier nichts bauen. Nichts abreißen und nichts aufbauen.
Was für Fliesen sind das hier? Fliesen aus Schiefer. Bitte schön. Halt einen Überschuss von 10.000 Watt, braucht beide Biofluid-Generatoren gerade nicht. Okay, jetzt haben wir ein Defizit von 3.000 Watt. Irgendwo ist das Stromnetz nicht mehr verbunden. Ah! Macht Sinn. Guten Abend, Leander, grüß dich. So, Fock ist geheilt, Fock ist glücklich. Fock muss seine Religion wechseln. Was sollen wir denn jetzt hier? Extrahiert wurden sandblonde Haare. Danke. Katja, schließ dich an. Du bist ein Kind. War es irgendwo zu sehen gerade? Wir haben keine Kinder in unserer Kolonie, weil unsere Leute Kinder hassen. Kann sie den ganzen Tag abstellen. Na, immerhin sind Kinder anscheinend träger. Ich soll dem Kind eine Waffe geben. Okay. Sollten jetzt nicht gleich eine Insektenplage kommen? Also, nur mal so.
Okay, man hört hier sehen können, okay, da steht, es ist ein Kind. Ein Mensch, der sich auf natürliche Weise entwickelt hat. Aber wir haben eine, eine Wachstumskapsel. Ach, sie sind benachteiligt dadurch. Egal, Hauptsache keine Kinder. Minigun, Minigun, Flammenbestie. Ein Automörser. Aktiviert sind 1,6 Tagen. Okay, das Kind ist nackt. Es läuft nackt durch die Bude mit einem Schildgürtel und einer vollautomatischen Schrotflinte. BTF, ey. Ohne Scheiß. Ich hasse es. Warum rennt die meine Kolonie wieder über die andere Seite dann, ne? Das... Du denkst dir einfach so, Ich hab die paar Geschütztürme dann nur zum Ablenken. Super, Hauptsache die haben ein Loch in mein Gehege gemacht. Komm mal her, Wilko. So Kind, das ist dein erstes Tier töten. Ja, nimm das! Ja, mit meiner Schrotflinte in dein Gesicht! Prüge das Insekt zu Tode! I'm doing my part! I'm doing my part! Mit seinen kleinen kümmerlichen Beinen. Vor allem der Schildnutzer mit Fernwaffe. Nimm das Schwert, dann kommt noch mehr Blut in dein Gesicht.
Reparier mal Zaun. Kann man Zaun aus besseren Materialien machen? Nein, oder? Hm. Doch. Wie gerade alle festgemacht sind. Haben wir ein bisschen Zeit dafür. Wen höre ich denn hier arbeiten? Achso, ihr macht die Fallen neu. So, Countdown, beziehungsweise Mecha-Cluster in einem Tag aktiv. So. Hm. Ja, dann baut er eben die Sachen auch fertig. So nächstes Mal ein bisschen mehr Zeit. Es geht nicht darum, dass sie verteilen, es geht nur darum, dass die ein bisschen Zeit erkaufen, weil ich ja meine Leute meistens immer an eine Seite stelle. Dieses Wachstumsstufe ermöglicht, wähle ein Merkmal aus 2 Optionen, wähle ein Merkmal aus 3 Optionen. Plus 2,41 am Tag. Fortschritt. Freundlich. Kannst ihn beeinflussen. Ja, Kinder sind auch sehr gut beeinflussbar. Guck, der direkt Glaube auf Null und hat den anderen Glauben angenommen. Weil ein Erwachsener dem das gesagt hat. Und so gehört sich das. Zum Dank dafür kommst du in keine Wachstumsreifungskammer. Reifungskammer ist eine viel bessere Übersetzung. So heißt die auch bei den Borgs.
Toll. Stahltor 20. Schaden. Ist ja auch nichts. Holz war, glaube ich, 16. Okay, Granitzaun ist wenigstens 68. Das war vorher 20, glaube ich. Als wenn das so eine Art Maschendrahtzaun wäre. Du trägst eine Hose aus Stoff darunter und das ist kaputt. Erika, Zeit. Also du hast eine bionische Wirbelsäule bekommen. Ein bisschen Schaden durch die Ziernarbe bekommen. Zur Zeit. Na komm, wenn du schon dabei bist, kannst du auch ein paar mehr Hosen machen. Ipsala. Ja, der Cluster sich aktiviert, macht nichts. Ich würde einfach die Bombe schmeißen. Immer kein Risiko ein. Hilfe! Ich muss sagen, das scheint recht effektiv zu sein. Ich habe eigentlich was anderes erwartet. Sind alle fertig. Wir haben es mit Waffengewalt aus dem Orbit erledigt. Wie richtige Männer. Das nicht, ey. Und aus welchem Grund, ey? Warum schickt er mir jetzt noch 5 Ratten als Gegner entgegen? Total nutzlos.
Oh, Frohnatur, das wäre ich auch eine gute Nummer. Ich Lust gehabt, jetzt darauf zu warten, dass hier endlich mal einer kommt und die losmacht. Ballert wieder Stahl. Wir haben auch ein weiteres Stahlvorkommen gefunden. Wir müssen sogar noch zwei haben. War ganz am Rand, aber naja. Ach, da ist sogar noch Gold im Untergrund. Zeit. 37. Was ist das mit der Beladung? Jabo, warum hast du denn das Insektengelee gefressen? Erholt euch mal. Tage dauert das ja nur noch. Geil. Mein kleiner Menschenklonist, beziehungsweise die gute Katja hier. Zum einen lernt die richtig schnell, zum anderen arbeitet die, die schlachtet. Ich wusste gar nicht, dass Kinder so nützlich sind. Ich glaube, die Sache mit meiner... Meine Kolonie ist nicht dagegen, dass wir ja Kinder haben, sondern... Die können ja gar keine Kinder haben. Glückliche Kinder macht die Erwachsenen glücklich. Weil die ja nie Sex haben. Also wer soll schwanger werden, wer soll Kinder kriegen? Oh oh. Fritz versucht die Gunst von Blacklist zu erlangen, indem er eine Geschichte über Technologie erzählt. Blacklist war ergriffen und jetzt mit Fritz zusammen. Fritz, der mit Catherine verheiratet ist, hat eine Affäre mit Blacklist begonnen. Auf einer Hochzeit vor allen Dingen. Ehefrau und Geliebte. Weil seine Ehefrau entstellt ist. Naja, Moment. Weil sie wahrscheinlich schon seit 15 Tagen in einer Kapsel drin liegt und er gar nicht mehr weiß, wann die wach wird. Deshalb hat er sich einfach umorientiert. Kinderhelm. Sieht sehr goldig aus, das kleine Ding.
viele Werte inzwischen in so einem Charakter drinstecken, ne? Ja, nachher wird deine Frau aufwachen und du hast eine Affäre. Deine Frau wird wunderschön sein. Die ist nicht mehr entstellt. Wodurch sie den minus 15 Wert hier bekommen hat bei der Meinung. Dann wird sie die Fresse polieren. Dass du fremdgegangen bist. Beziehungsweise jetzt eine Geliebte hast. Warum brennt der ganze Laden? Ein einfacher Helm in Kindergröße. Er bietet mittelmäßigen Schutz gegen Schnittangriffe, nicht effektiv gegen stumpfe Waffen. Das heißt, dass bereits einiges schiefgelaufen sein muss, wenn man diesen Helm im Kampf einsetzt. Oh, ist das süß. Der Kinderparker. Oh mein Gott, sieht aus wie ein kleiner Anzeigenhauptmeister. Ja, lösch das Feuer in deinem Teufelsgarn-Outfit. Schnitter werden es angreifen. Du musst dafür sorgen, dass die Stimmung des Palamas über 40% bleibt. Palamas verweigert jegliche Arbeit. Das sind gute Tech-Prints. Vor allem der Heilungsfaktor. Sind zwar zwei Sterne dran, aber mal gucken. Hm. 19 Tage bleibt die hier und die frisst erstmal Insektengelee. Was stimmt mit dir nicht? Ach, ich weiß warum. Bei meinem Essen Menschenfleisch überall drin ist. Aber wir haben doch vegane Gerichte. Na, die einfachen Mahlzeiten sind doch immer vegetarisch bei mir. Ach ja, ich lieg hier einfach im brennenden Wald und guck mir die Decke an. Oh, da ist der Kinderparker. Ach, die Babyklamotten sind echt so knuffig.
beziehungsweise Kinderklamotten. Ist alles super Winnie. Durchgehend entspannen. Du musst nicht arbeiten. Wenn du willst, ist okay, aber... Es muss nicht. Zwischendurch Sprengfallen schon erforscht. Oder habe ich das wieder abgebrochen? Ich habe das wieder abgebrochen gehabt, um was anderes zu erforschen. Jetzt kommt der Regen. Die Welt ist voller Wunder. Ach so, umso besser das Kind also in der Wachstumsstufe abschließt, umso mehr Merkmale kann der auswählen. Also kriegst du mehr Optionen. Kannst du kein Spielzeug bauen für den kleinen Anzeigenhauptmeister? Der kann hier auch Bücher lesen. Der liest Unruhe neben dem Krankenhaus. In dieser mittelmäßigen Novelle schildert der Autor 4 die Erfahrung seiner Kindheit. Das Werk ist originell und schrullig, aber mit vielen Logikfehlern behaftet. Das genaue Entstehungsdatum ist nicht bekannt. Hört sich doch gut an für ein kleines Kind. Das neunjährige Kind erstmal den Hengst reinschiebt, auf die Schlachtbank schleudert und dann zerstückelt. Das muss einfach der Sohn von Arnold Schwarzenegger sein, der später übrigens nicht mehr Bodybuilding trainiert hat und heute, glaube ich, dick ist. Was einmal dieses, sag ich mal, Nachrichtenwunderkind war, weil er schon so total übertrainiert war als kleiner Junge. Kinder werden im Alter von 30 Jahren zu Erwachsenen. Standardmäßig altern Kinder 4-mal schneller als Erwachsene. Du kannst das mit den Metzteler-Einstellungen ändern.
Ah, der hat keinen Willen mehr. Mal Frock rein. Oh, ich sehe gerade, sind schon wieder 52 Minuten vergangen. Ja, machen wir jetzt hier den Break und ich mache für heute Schluss. Wir haben wenigstens 4 Parts gemacht, die alle mal ein bisschen früher gecuttet sind, aber so viel ist wieder nicht, ist eigentlich nicht passiert. Außer ich die Leute jetzt gerade ein bisschen fit mache. Sonst alles recht entspannt. Bis dass ich neue Bauteile beschaffen muss. Aber dafür müssen wir die Leute einfach losschicken. Wir jetzt zum. Wir haben ja schon ein weiteres Maschinenvorkommen gefunden. Weil wir die ganzen antiken Komplexe hier aufmachen, die zwischendurch sich eröffnet haben.